bin die Katrin Dorn. Ich suche meinen Freund, den Holger Brandt. Holger Brandt, das war, glaube ich, eine Notaufnahme. Kann das sein? Ja, die haben mich hochgeschickt. Der soll wegen einer Prügelei hier ein. Ja, das war Prügelei. Also am Arbeitsplatz irgendwie. Arbeitsunfall, Prügelei. Brandt, Holger, da weiß ich, da war irgendwas. Sie sind wie mit ihm? Ich bin seine Freundin. Ja, wir kennen uns noch gar nicht. Hilfe! Kann mal bitte jemand hier hinkommen? Was ist denn los? Der Mann ist aus dem Badezimmer. Oh, bitte. Warum haben wir ihn gefallen? Warten Sie. Bitte. Einmal. Herr Brandt. Er ist schwarz geworden. Okay. Aber jetzt geht's wieder. Oh. Herr Brandt, können Sie stehen? Können Sie laufen? Oh, ich bin auf den Ellbogen auch gefallen. Ich mach mal hier ein Kleidchen zu. Das ist erstmal kannst du den Arm mal einmal gucken, aber mit dem Ellbogen bitte. Mhm. Das Problem ist, Herr Brandt ist eigentlich bei uns aufgrund von einer Milzprellung. Ich mach mal hier zu, ne? Kannst du, das ist egal. Wir untersuchen das ganz kurz. Machen Sie keine Sorgen. Kleinen Moment, ja. Ich komme gleich zu Ihnen. Sie sind leider nicht verwandt. Deswegen müssen Sie einen kleinen Moment warten. Der Patient kam ursprünglich zu uns in die Klinik, weil er wohl in eine Schlägerei verwickelt war. Er ist laut eigener Aussage Taxifahrer und hatte dann eine Milzproblematik. Ich habe mich dann um die beiden Mädels gekümmert, um die Begleitpersonen. Es waren ja zwei, was mich auch etwas irritiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier galt es dann herauszufinden, wer der beiden in welchem Verhältnis zum Patienten stand. War für mich natürlich auch eine spannende Sache. Ich bin Vanessa Franke. Ich bin Kollegin? Nee, ich bin eine Messehostess. Ah, okay, alles klar. Aber wie stehen Sie denn jetzt? Warum sind Sie denn jetzt mit hier? Und ich meine, dass mein Holger sich... Um das etwas zu erklären, ich wollte zu einer Messe fahren. Und ich hatte mir einen privaten Service angerufen. Und das war ein privater Wagen. Und der kam nicht. Und dann habe ich ein Taxi angerufen. Das war dann wahrscheinlich dein Freund. Und ja, als dann das Taxi ankam, kam der Wagen auch an. Und die konnten sich dann nicht entscheiden, wer mich von den beiden fährt. Und der von dem privaten Service ist auf ihn losgegangen. Und da konnte ich nichts machen. Hat den dann zu Boden geschlagen. Das tut mir wirklich leid. Ich fühle mich auch wirklich irgendwo schuldig. Ich kann ja auch nicht wissen, dass das dein Freund ist. Ja, also das ist schon alles sehr merkwürdig. Ne, es tut mir wirklich sehr leid. Das hier sind seine privaten Sachen. Ich wünsche dir alles Gute. Du bist jetzt hier. Ihr braucht mich jetzt hier gar nicht mehr. Nee, Sie müssen ja sicherlich auch. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ihnen auch, danke. Tschüss. Ist komisch. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt davon halten soll. Dann duzt die mich einfach. Und ich meine, ich kenne... Oh, jetzt kriege ich hier noch einen Anruf auf Holgers Handy. Oh, wo sind die denn? Hallo, hey Mucki, ist alles gut bei dir? Ich erreiche dich den ganzen Tag nicht. Entschuldigung, ich kenne keinen Mucki. Das ist hier der Anschluss von Holger Brandt. Aber wer nennt denn den Freund Mucki? Ja, das frage ich mich auch gerade. Also jetzt blicke ich auch nicht mehr durch. Also mich irritiert das sehr. Mich irritiert das jetzt auch, kann ich gut verstehen. Wir kennen uns noch nicht so lange. Mhm. Wir sind erst seit einem Monat zusammen, aber es ist so ein Lieber. Und ich bin jetzt doch ein bisschen verwirrt. Kann ich absolut nachvollziehen. Wissen Sie was, wir machen es jetzt so. Wir schauen jetzt mal, wie weit die beiden sind. Dann können Sie ihn am besten selber fragen. Dann sagt eine dritte Frau, wo auch immer die herkommt, Mucki. Weil sie ja davon ausgegangen ist, dass der Patient am Telefon ist. Hat man ja auch nicht alle Tage. Schon Patienten, die dann vielleicht zweigleisig fahren, aber dreigleisig, das ist schon wirklich verrückt. Wie geht es dir? Und wo kam denn das ganze Blut her? Also, Ihr Name war? Katrin Dorn. Okay, Frau Dorn, schauen Sie mal. Herr Brandt, ist das in Ordnung, wenn wir hier offen sprechen? Ja, ist mir ein bisschen peinlich, aber ja, klar. Also, es ist so... Der Herr Brandt war ja eigentlich bei uns jetzt erstmal zur Aufnahme, beziehungsweise kam er ja heute über den Unfall und dann aufgrund dieser Milzprellung, die relativ stark war. Herr Brandt, aber das war ja nicht das Problem, wo das Blut herkam. Ne? Sie haben zwar die Blessur im Auge. Ein bisschen Probleme mit den Hämorrhoiden und ich habe von meinem Arzt dann so eine Salbe bekommen, aber davon ist halt nicht ganz weggegangen. Mhm. Aber so schlimm wie heute war es noch nie. Uns hat auch noch nie so geblutet. Mir ist vorhin richtig schwarz geworden. Ja, also dafür gibt es mehr Gründe. Ich gehe kurz auf die anderen Sachen ein. Der Ellbogen ist frei mobilisierbar, da können wir auf ein Röntgen verzichten. Die Milz, die habe ich gerade geschallt. Die Prellung, die sieht nach wie vor so aus wie nach der Einlieferung. Da können wir konservativ weiter behandeln. Sorge macht mir tatsächlich diese stetige Blutung. Wir haben das jetzt erstmal tamponiert, ja, also mit Kompressen behandelt. Das Problem ist aber, durch diese starke Kompression in der Bauchhülle, in der Bauchmuskel und im Unterbauchbereich, kam es zu einem Unterdruck, dadurch sind sie bewusstlos geworden oder da ist ihnen schwindelig geworden. Und dadurch, dass am Ende der Analkanal etwas verengt ist durch diese Ausstülpungen dieses
der Gefäßgeflechtes, dieser Hämorrhoiden, kommt es eben zu diesen Blutungen. Und ja. Sie werden sicherlich schon Blut im Stuhl mal beobachtet haben, ne? Ich bin einfach rumgekippt. Ja, also das mussten wir auf jeden Fall behandeln. Mhm. So. Das heißt für Sie, Herr Brandt, Sie werden jetzt einen kleinen ambulanten Eingriff haben. Steffi, wenn du das mal abklären könntest, ob das möglich wäre. Ja. Für Hämorrhoiden gibt es verschiedene Katalysatoren. So ist es zum Beispiel Berufe, in denen man lange sitzt, die Position selten wechselt, sich wenig bewegt. Einer dieser Katalysatoren. Zum anderen ist es aber auch das Defäkationsverhalten. Also mein Verhalten, während ich auf Toilette bin. Arbeite ich hier mit einem hohen Druck und einer großen Bauchpresse, beziehungsweise habe ich meine Ernährung so eingestellt, dass ich vielleicht sogar unter Steinkot oder Ähnlichem leide, dann ist das sicherlich ein Faktor, der Hämorrhoiden begünstigen kann. Lkw-Fahrer, Taxifahrer, also Personen, die viel sitzen, ja, die entwickeln eben diese Hämorrhoiden leicht. Ja, Sitzheizung zum Beispiel ist ein Katalysator. Ja, wenn ich nicht fahre, dann kann ich kein Geld verdienen. Also ich möchte am liebsten auch so bald wie möglich wieder gehen. Ich bin gerade total angewiesen auf den Job. Mhm. Er arbeitet viel zu viel im Moment. Ja. Ja, was ist das? Ich muss einmal ganz kurz eingreifen. Ich habe gerade mit Anna gesprochen. Ja. Also die hätten noch ein Plätzchen frei, aber könnten ihn quasi dazwischen schieben. Okay, also es geht nur darum, das wird ganz kurz verödet, ja, damit diese Blutung aufhört. Denn ich glaube, gerade in dem Gebiet sind natürlich auch viele Bakterien. Hier könnte es zu einer Infektion kommen. Deswegen sollte es am besten immer verödet werden. Weil mit normalen Kompressen kriegen wir es nicht mehr hin. Das bedeutet aber, Sie müssten einen Tag bei uns bleiben. Wenn ich nicht arbeiten kann, dann ist meine Existenz bedroht. Den Satz, den hören wir hier häufiger, gerade bei stationären Aufnahmen beziehungsweise in Verbindung mit einem längeren Aufenthalt und einer etwaigen Operation. Das ist natürlich total verständlich und diese Sorgen können wir auch teilen. Dennoch geht die Gesundheit des Menschen vor, denn sie ist meistens sein höchstes Gut. Herr Brandt war Taxifahrer, das war ein Job, in dem man lange Zeit und viel sitzt. Ja, jetzt konnte ich mir auch ungefähr erklären, woher die Hämorrhoiden kommen, warum es auf einmal so zugenommen hat, beziehungsweise warum sie auf einmal so akut geworden sind. Dafür hatte ich noch keinen richtigen Grund. Du, ich fahr dann zu dir nach Haus und hol dir dann seine Sachen. Du kannst ja nicht in Schatz, deinem das Kittel... Schatz, das brauchst du nicht machen. Ich habe ja hier einen Kittel vom Krankenhaus bekommen, das geht schon. Nein, komm, du hast keine Zahnbürste und du willst ja bestimmt auch mal hier dann ein bisschen, er darf ja aber bestimmt auch, er muss Umstände. Ja nicht liegen. Schatz, es geht. Das ist überhaupt kein Problem, ich hab hier alles. Ja, alles, aber willst du mich nicht schon. In deine Wohnung lassen oder wie verstehe ich das jetzt? Ich meine, das irritiert mich jetzt alles, wirklich, Schatz. Holger. Lass uns später mal reden. Nein, guck mal, ich krieg da vorhin einen Anruf von so einer Frau, da taucht ein Bild auf deinem Handy auf, eine Frau mit einem kleinen Kind und dann fragt die nach Mucki. Ich meine, wer nennt dich denn Mucki? Und auch dann... Schatz, ich schwöre dir, es ist alles okay. Ich kann dir das alles erklären, aber lass uns da später drüber reden. Ich werde gleich operiert. Mach dir keine Sorgen. Genau. Bremse ist drin? Ja. Ich möchte auch, dass es dir schnell wieder gut geht, aber dann auch vorhin diese sexy Frau da mit ihrem kurzen Röckchen und dann der Anruf. Lass uns später reden. Die Freundin des Herrn Brandt hat Herr Brandt dann auch auf dieses Telefonat angesprochen. Seine Reaktion auf die Frage fand ich sehr komisch. Also die hat mich ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand's unglaubwürdig. Der neuen Freundin des Patienten dürfte es ähnlich gehen. Als Holger wenig später für den Eingriff vorbereitet wird, zeigt sich dann aber, wie sehr der 45-Jährige selbst unter der Situation leidet und dass den Taxifahrer das schlechte Gewissen plagt. Aber Sie hören mir gar nicht zu, Herr Brandt. Was ist denn los? Ach, Entschuldigung. Ich bin gerade noch bei dem, was meine Freundin gerade gesagt hat. Ich hätte ja gleich Wein einschenken sollen. Das war nicht richtig. Mhm. Mir ist gerade klar geworden, wie viel sie mir bedeutet und ja, ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht alles kaputt gemacht habe damit. Mhm. Ich muss so schnell wie möglich mit ihr reden. Es lässt sich ja alles klären. Jetzt gehen Sie mal mit einem guten Gewissen in den Eingriff rein. Machen Sie nicht zu viele Sorgen. Schauen Sie der Schwester Anna in die Augen. Ich wasche mich von drüben und dann geht's los. Und wann kann ich wieder fahren? Wie lange bin ich denn krank geschrieben? Ach ja, Anna, das ist so ein Problem. Der Herr Brandt, der will unbedingt wieder fahren. Ich habe schon gehört, Sie überanstrengen sich da so ziemlich. Sie verstehen das nicht, wenn ich nicht bald wieder fahre. Dann kriege ich richtige Probleme. Herr Brandt, aber wenn wir jetzt den Eingriff nicht durchziehen, dann haben Sie auch richtige Probleme. Ich sage Ihnen, das ist was Langwieriges. Deshalb fangen wir jetzt gleich an, ne? Patienten sind vor einer Operation meistens sehr nervös und haben dann manchmal auch schon so richtig wirre Gedanken bzw. Antworten etwas irrational. Im Fall von Herrn Brandt kam dieser Wunsch des sofortigen Arbeitens aber diesmal wiederholt, sodass ich mir echt Sorgen gemacht habe. Aber ich hoffe, dass er den Disput mit seiner Freundin relativ schnell klären kann. Beruhig Sie noch ein bisschen, Anna, und dann genau. Geht's auch gleich los. 5 Minuten, 10 Minuten. Okay.
Der Routineeingriff verläuft ohne Komplikationen. Kompliziert bleibt hingegen auch am Tag darauf Holgers private Situation. Und der unbedingte Wille des 45-Jährigen, so schnell wie möglich wieder Taxi fahren zu können, hängt damit auf unerwartete Weise unmittelbar zusammen. Hallo, Herr Brandt. Schauen Sie, was ich habe. Oh, ja. Die Lieferung vom Sanitätshaus, das ist jetzt Ihr Eigentum, das ist jetzt Ihr eigenes. Das ist ja das, was wir bestellt haben. Ja, ich gehe mal an die andere Seite. Mit Anpassungen. Okay, ja, ich denke, das werde ich mal noch ein paar Tage brauchen können. Genau, auf jeden Fall. Herr Brandt, jetzt ist es ja so, wie geht's Ihnen denn generell? Ja, viel besser als gestern. Ja. Also, tut natürlich noch weh. Und Ihre Freundin, haben Sie schon erreicht, oder? Ich habe gerade bei ihr angerufen und sie geht nicht mehr dran. Also. Der Eingriff bei Herrn Brandt war ein Routineeingriff. Dementsprechend verlief er auch. Er ist komplikationsfrei abgelaufen. Ich denke, dass Herr Brandt mit etwas Schonung und einigen Maßnahmen, wie zum Beispiel einem Sitzring, relativ schnell wieder ins Berufsleben einsteigen kann. Dennoch ist es aber so, dass er sich etwas zügeln muss. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Schön ist auch, dass das mit der Milz alles in Ordnung ist, was wir bisher hatten. Okay, die Beobachtungen laufen weiter. Und im Ellbogenbereich hat der Kollege der Orthopädie sich das ja nochmal angeschaut und der meinte auch, da ist nichts zu erkennen. Also gesundheitlich sind wir auf einem guten Weg. Ne? Und was ist mit dem Taxifahren? Ja, Herr Brandt, bitte. Muki? Hallo Muki. Tut mir leid, dass ich nicht schon gestern kommen konnte. Ich bin mit der Lina über Nacht zu Mama gefahren. Ach, nach schön, Dortmund. Dass du mir die Sachen bringst. Ja. Kann ich gestern den ganzen Tag nicht erreicht habe. Ja, kann ich endlich aus den schicken Klamotten hier raus. Wie siehst du denn aus? Ja, ich hatte schon mal einen Mensch, besseren Mucki, Tag. Mensch, Mucki, was machst du denn für Sachen? Ich bin mal weg. Katrin, wart, geh nicht. Warten Sie mal, kommen Sie mal bitte rein, Sie werden noch gerufen. Kommen Sie mal. Bitte bleib da. Hallo. Schatz, ich glaube, es gibt da ein paar Sachen, die ich dir erklären muss. Und ich muss dir auch jemand vorstellen. Das ist Maike, meine Ex-Frau. Wir sind geschieden. Ich weiß, ich hätte euch schon längst vorstellen sollen, aber... Und da ist noch jemand. Wir haben eine 3-jährige Tochter zusammen. Lena. Mhm. Ich weiß, ich hätte das alles schon früher sagen sollen. Aber warum sagen Sie dann noch Mucki zu ihm? Das ist eine ganz blöde Sache, das ist eine alte Angewohnheit. Das ist noch aus meiner Schulzeit. Ja. Das hat in meiner Jugendklique mal jemand gesagt, das kriegst du nicht mehr los. Mhm. Ich wollte wirklich keine Geheimnisse vor dir haben. Und das war der Grund, warum ich nicht zu dir durfte gestern? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen in die Cafeteria, einen Kaffee danke, trinken. Danke, Maike. Da soll ich dir alleine. Schatz, bitte lass mich alles erklären. Maike und Lena, die wohnen gerade bei mir in unserer Wohnung oder in unserer alten Wohnung. Da gab es einen Wasserrohrbruch und ich konnte die beiden jetzt nicht im Stich lassen. Die sind jetzt erstmal bei mir untergekommen. Und Maike ist auch der Grund, warum ich zurzeit so viel arbeite. Ja, wir haben keinen Kita-Platz für die Kleine. Maike kann nicht arbeiten und ja, dann muss ich jetzt halt versuchen, sie ein bisschen zu unterstützen. Die Wohnung, die muss auch noch abbezahlt werden und ja, Katrin, ich weiß, das ist ein bisschen viel jetzt alles. Warum hast du mir das denn nicht gesagt? Ich habe einfach Angst gehabt, dass ich dich damit verschreck, ja. Schatz, du bist wirklich mein Ein und Alles und ich wünsche mir eigentlich nur eins und das ist, dass wir beide zusammen sind, dass wir beide zusammen eine Zukunft haben. Und es tut mir wirklich leid. Ich verstehe dich jetzt, wo du es mir gesagt hast. Und ich finde das auch ganz toll, dass du dich da noch so drum kümmerst. Und ich hätte da auch von Anfang an Verständnis für gehabt. Wenn du möchtest, dann kannst du ja dann auch zu mir ziehen, wenn vorübergehend, solange die zwei noch bei dir wohnen müssen. Und wenn klar, du aus dem Krankenhaus kommst. Das wäre super, ja. Das würde im Moment alles einfacher machen. Ja. Dann machen keine wir das Geheimnisse doch so mehr, ich verspreche es dir. Schön. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch präoperativ oder vor dem kleinen Eingriff hat er sich wirklich Sorgen gemacht. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie noch auf ihn warten, aber Sie waren gestern ja dann schon nicht mehr da. Und jetzt wissen wir ja die Hintergründe, dass Sie da schon ein bisschen verunsichert waren einfach. Das kann man ja auch verstehen. Also Herr Brandt, das nächste Mal mal lieber gleich mit offenen Karten, da hätten Sie sich ein bisschen Ärger erspart. Ja, es war eine schwierige Situation. Ja. Ich sage Ihnen nur ganz ehrlich, für auch finanzielle Problematiken haben wir hier in unserer Klinik einen Sozialdienst, der kann Ihnen sicherlich da Kontakte vermitteln. Auch gerade wenn es darum geht, zum Beispiel mit so Wasserschäden und sowas. Das ist zwar, die sind jetzt keine Experten dafür, aber da gibt es sicher Lösungen oder beziehungsweise haben die Kontakte, an die sie vermittelt werden können, dass ihnen da geholfen wird. Weil in der nächsten Zeit müssen sie auf jeden Fall vom Programm etwas runterfahren. Das geht nicht mit den Extraschichten. Und sie sehen ja, dass das auch zu Unmut führt. Ja, ja, das da finden wir eine Lösung. Dank der Sozialstation des Krankenhauses fanden Holger und seine Ex-Frau kurz darauf einen Kindergartenplatz für die gemeinsame Tochter.
In Zukunft wird der Taxifahrer über jedes Problem offen mit seiner Freundin Katrin reden.